Ungeliebtes Wunder von Wilhelm Busch. Geschrieben hat er Geschichte im Jahre 1909. In Tours zu Bischof Martins Zeit gab's Krüppel viel und Bettelsleut, darunter auch ein Ehepaar, was glücklich und zufrieden war, er sonst gesund, war blind und stumm, sie sehend, aber lahm und krumm, an jedem Glied, bis auf die Zunge und eine unverletzte Lunge. Das passte schön, sie reitet ihn und selbstverständlich leitet ihn als ein geduldig Satteltier, sie oben auf, er unter ihr. Ganz einfach, mit geringer Mühe, bloß durch die Worte Hott und Hü. Bald so vor allen Dingen, dahin, wo grad die Leute gingen. Fast jeder, der's noch nicht gesehen, bleibt unwillkürlich stille stehen, ruft, lieber Gott, was ist denn das, greift in den Sack, gibt ihnen was und denkt noch lange, gern und heiter an diesen Ross und diesen Reiter. So hätten denn gewiss die zwei durch fortgesetzte Bettelei vereint in solcherlei Gestalt auch ferner ihren Unterhalt, ja ein Vermögen sich erworben, wär Bischof Martin nicht gestorben. Als dieser nun gestorben war, legt man ihn auf die Totenbahr und tat ihn unter Weheklagen ganz langsam nach dem Dome tragen, zu seiner wohlverdienten Ruhe. Doch sieh, ein Wunder trug sich zu. Da, wo der Zug vorüberkam, wär irgend blind, wär irgend lahm, der fühlte sich sofort genesen, als ob er niemals krank gewesen. Oh, wie erschrak die lahme Frau, von Weitem schon sah sie's genau, weil sie hoch droben wie gewohnt auf des Gemahlen Rücken thront. »Lauf«, rief sie, »laufe schnell von hinten, damit bei Zeiten wir ihn drinnen. Er läuft, er stößt an einen Stein, er fällt und bricht beinahe ein Bein. Die Prozession ist auch schon da, sie zieht vorbei. Der Blinde sah, die Lahme ebenfalls kuriert, kann gehen, wie mit Öl geschmiert. Und beide sind wie neu geboren und kratzen sich verdutzt die Ohren.« Jetzt aber fragt es sich, was nun? Wer leben will, der muss was tun, denn wer kein Geld sein eigen nennt und hat zum Betteln kein Talent und hält zum Stehlen sich zu fein und mag auch nicht im Kloster sein, der ist für wahr nicht zu beneiden. Das überlegten sich die beiden. Sie, mehr begabt, wird eine fesche, gesuchte Blätterin der Wäsche, er, mehr beschränkt, nahm eine Axt und spaltet Klötze, dass es knackst, von morgens früh bis in die Nacht. Das hat St. Martin gut gemacht.